So, damit hallo und herzlich willkommen zurück und jetzt will ich mal überlegen, was wir machen. Ach stimmt, ich wollte ja weiterziehen, das heißt, genau, wir lassen das hier. Ich guck mal, da vorne war ein Schaf, habe ich die Schere dabei? Natürlich nicht, ist auch nicht so dramatisch. Das kriegen wir auch so hin, wir müssen ein paar Schafe abschlachten. Ja, so brutal ist diese Welt. Einfach scharfmördermäßig. Na, aber gut, was willst du machen? Mhm. Lammkotelette. Ein bisschen was ist scharf eigentlich. Und irgendwo muss noch eins sein. Also wäre zumindest ganz gut, denn wir brauchen noch definitiv eins. Ein bisschen Holz auch noch. Soll ja nicht verkehrt sein. Immerhin müssen wir eine Werkbank und sowas basteln. Wobei, wenn wir jetzt noch so nah dran sind, würde ich sonst die Nacht noch im Baumhaus verbringen. Das wäre dann ein bisschen unproblematischer. Okay, ja. Machen wir mal lieber das, würde ich sagen. Oh, okay. Das wäre jetzt nicht so gut gewesen, ne? Ja, da wäre ich nicht so leicht wieder rausgekommen. Ne, machen wir. Springen wir ganz kurz oben rein. Überspringen die Nacht, fertig ist. Und den finden wir garantiert irgendwo auch noch ein drittes Schaf. Ja, muss jetzt ja nicht so dramatisch gemacht sein. Mhm. Genau. Wirklich kein einziger Slime, ne? Egal, wo du hinschaust. Kein Slime zu sehen. Oder was war das da hinten? Da sieht irgendwas mega grün aus, aber da, ne? Das könnte jetzt alles mögliche sein. Ein Slime würde sich eigentlich bewegen. Der hüpft ja immer die ganze Zeit. Er ist halt echt doof, wenn man Haftkolben braucht und keine Slimes findet. Ne. Das ist nix. Schade. Ja, echt ätzend, oder? Hm, doof. Man, irgendwie hat man eben unser Haus gesehen. Voll geil, ne? Ja, das müssen wir auch noch fertig machen. Jetzt im Moment möchte ich eigentlich so ein bisschen rumgucken, halt gerade wegen Slimes. Wie gesagt, wir könnten rein theoretisch ja auch unten das alles aushebeln, ausleuchten und auf gut Glück hoffen, dass wir einen Slime-Chunk in der Nähe haben. Das wäre eine Möglichkeit, aber gut. Darauf anlegen will ich es jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Zumal das ja auch eine ganze Weile dauert, ne? Das alles wegbuddeln und wir haben jetzt auch nicht so die mega krassen Ressourcen. Da habe ich dann auch eher weniger Drang nach. Ja, wobei wir müssten schon Eisen und sowas, ne? Ich sehe unsere Spitzhacke hier, die ist auch wieder fast hinüber. Müssten wir eigentlich auf Höhlentour mal gehen, ja. Wir waren ja so ein paar in der Nähe, aber ja, so richtig gut war das auch nicht, ne? So, einfach mal hier so in die Richtung. Na, warum nicht, ne? Ja, was anderes ausprobieren. Ein Surf in der Nähe. Der Berg da hinten rechts sah gut aus. Da, der da. Episch, ne? Ah, ich mag das ja. So. Tring, ding, ding, ding. Mhm. Hier kreucht und fleucht nichts. Ansonsten wäre auch mal ein Dorf ganz nett. Ja, ne? Es wäre auch mal was. Also da haben wir uns noch gar keins in der Nähe gehabt. Pff, na gut, okay, das hat ja nichts zu sagen. Oder eine Wüste. Also so eine richtige Wüste, ne?
Das wäre auch mal geil. Da hinten. Ja, guck mal, da ist doch Savanne oder wie das sich nannte. Und das ist auch das letzte Sorf, was ich brauche. Sauber. Und damit haben wir genügend Wolle für ein Bettchen. Genau. Es sieht voll geil aus da. Das ist ja bei uns, ne? Das ist die andere Seite von dem Berg. Ja. Mega episch. Hier ist auch nichts, ne? Doof. Ja, gehen wir mal da hinten hin. Vielleicht haben wir Glück, dass in dieser Savanne was ist. Muss ich gerade denken an die eine Mod, die wir damals hatten, die das eingeführt hat mit diesen ganzen Industriesachen. Auch mit diesem automatischen Abbauen, also mit diesen Minen und mit den Leitungen und so weiter. Und wo dann auch Öl zu kriegen war und diese Luftschiffe. Also manche Mods waren schon echt geil, aber wie gesagt, das sind, die meisten davon wurden oder werden nicht weiterentwickelt. Oder beziehungsweise irgendwann hört halt jeder Modder mal auf. Und dann stehst du da und hast eine Welt, die mega forsenflutlich ist. Weil sie sich halt nicht weiterentwickeln kann, da die Modder da nichts mehr machen. Ja, das ist echt schade. Aber dieses Holz mag ich total gerne. Ja, dieses orange-rote oder so braun-rot ist. Ja, ich finde eher so orange-rot, ne? Orange-rote Holz finde ich voll geil. Mega gut. Ich mochte auch diese Mod, die wir damals hatten, die diese ganzen Tiere reingebracht hat. Nashörner, Elefanten, Schlangen und so weiter. Das war echt ganz cool, weil dadurch die Welt halt wesentlich lebendiger wirkte, als wenn es egal wo immer nur Schweine, Schafe, Kühe und Pferde gibt. Gut, es gibt noch Hasen und Polarbären. Wow, okay, das ist ja schon. Alter Schwede, ne? Da haben sie schon fast übernommen. Ich denke, deswegen machen die auch so wenig, ne? Das war so anstrengend für die, so ein paar kleine Klötzchen-Tierchen zu kreieren. Das hat dann einfach zu lange gedauert. Und da waren die 30 Mann, die da arbeiten, dann wahrscheinlich wirklich so ein halbes Jahr mit beschäftigt. Ja. Ja, ich hab nur hohen Spott für die übrig. Wer so ein großer Entwickler ist, also beziehungsweise so viele Mitarbeiter hat, obwohl er ein Indie-Entwickler ist, und keine Updates bringt und nichts liefert, der hat auch nur Hohn und Spott verdient. Ne? Das wäre so, wie wenn VW trotz seiner tausenden Mitarbeiter keine Autos mehr schafft zu produzieren. Da hinten ist ein Wüstentempel. Und nächsten Dorf. Wüstendorf, das ist direkt dahinter. Hier sind wir und da ist dann. Oh, ist ja geil. Also direkt um die Ecke. Super, super gut. Ja, den hätte man für die ja auch nur Hohn und Spott bereit. Und so ist das hier mit denen auch. Zumal man ja sagen muss, und einer kommt dann immer, ja, aber sie machen ja noch die ganzen anderen Versionen. Nee, macht Mojang nicht. Mojang macht wirklich ausschließlich nur die PC-Version. Alle anderen Versionen werden von den 4J, also 4J Studios gemacht. Ja, die kümmern sich darum. Da hinten ist auch noch irgendwas. Ich mag diese Plateaus hier. Irgendwie bieten die sich immer voll gut. Also wie das hier zum Beispiel, ne? Bietet sich voll gut an für irgendwas zu basteln. Hier ist eine Schlucht, wenn ich das richtig sehe, da hinten, oder? Na, könnte auch was anderes sein. Habe ich jetzt eigentlich davon mal einen Setzling mitgenommen? Nee. Warten wir mal kurz, warte mal. Nehmen wir hier so einen Setzling mit. Ja. Also die Bäume will ich schon gerne bei mir anpflanzen. Das heißt, dann fälle ich mal in der Zeit noch so einen kleinen Baum. Davon kann man eh nie genug Holz haben. Ja, warum nicht, ne? Dann können wir noch so ein bisschen variantenreicher oder facettenreicher unsere ganzen Sachen hier erstellen. Okay, hier ist schon mal ein Setzling. Genau, die Akazie. Hier noch nicht. Da ist irgendwie so eine Mega-Höhle, ne? Krass. Ich guck mal kurz, wir haben hier hinten auch jede Menge Bäume wieder geknüppelt und hol ich sonst da Setzlinge. Das dauert ja jetzt gerade noch so eine ganze Weile.
Beziehungsweise ist es jetzt, glaube ich, so weit. Ja, doch, da hinten ist es. Ist gar nicht so weit weg. Ich dachte, die sind mega weit weg, aber nee. Wir könnten eigentlich dann hier was durch. Guck mal, hier wäre so eine Burg irgendwie voll geil drauf, ne? Oder irgendwie so eine kleine Festung. Ja. Na, hier, guck mal, hier sind jetzt Dinge. Das ist doch schön. Wunderbärchenhaft. Ich weiß gar nicht, ob man von denen. Ich glaube, nur vom Dschungelbaum konnte man den Monsterbaum züchten, ne? Oder müsste ich mal nachgucken, ob das mittlerweile bei den anderen auch geht. Ja, bei dem Dschungelbaum ging das auf jeden Fall. So. Vielleicht auch der ein oder andere Setzling. Ja, sehr schön. Wie viel habe ich jetzt? 8. Ja, 8 ist in Ordnung. 8, damit kann ich leben. Noch mehr braucht kein Mensch. Ja, doch, eigentlich schon. Eigentlich kann man schon mehr gebrauchen, aber wir jetzt gerade nicht. Zumindest sagen wir uns selbst, dass wir damit glücklich und zufrieden sind. Lügen uns damit selbst ordentlich an, aber ist egal. Das ist schon okay. So. Aber ne, es ist manchmal einfach mal die Sachen von der anderen Seite betrachten. Schwupps, sieht man irgendwas Neues. Hier in der Form, direkt hinter dem Hügel, also direkt nebenan, dann halt einfach mal ein Dorf. Bitte habt einen Schmied und bitte lasst den Schmied coole Sachen haben. Ja, aber wir haben noch keine Rüstung und sowas, ne? Aber hier haben sie schöne Sachen. Nämlich Kartoffeln. Ihr habt die Kartoffeln nicht verdient. Ihr Schweine. Ja, wir lassen die jetzt verhungern. So, Karotten sind nicht dabei. Also das mit den Dörfern platzieren, das hat immer noch nicht so richtig hingehauen, ne? Dass sie das so hinkriegen, dass es vernünftig aussieht. Da sind Häuser dann immer noch teilweise begraben oder nicht erreichbar für Dorfbewohner. Ja, also so die Logik dahinter hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen. So, wir nehmen die Bücher mit, die brauchen wir nämlich. Okay, warte mal, das heißt, das machen wir so. Dann kann ich das hier. Wunderbärchenhaft. Ich glaube, es wird dunkel, ne? Nein, Glück, dass hier diese Werkbank steht. Warte mal. Ich brauche ganz kurz Holz. So. Tada! Ach, so schön. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Zocker.